Hallo, Freunde des gepflegten Dampfens. Hallo. Wir sind der Q und der Bodo. Ja, und das ist das erste wirkliche Video. Nein, die anderen waren auch schon wirkliche Videos. Nein, ihr seht vielleicht, unsere Wand ist einigermaßen vollständig. Da dürfen gerne noch mehr Sticker von irgendwelchen Sponsoren, Leuten und sonst was hin, aber da sage ich irgendwann in einem Dryad nochmal was dazu. Darum soll es hier gar nicht gehen. Es soll heute gehen um die Anke. Die Anke hat uns nämlich Fanmail zugeschickt. Danke, Anke. Konnte ich mir das nicht verkneifen. Ich wusste, es wird kommen. Ja. Ja, danke, Anke, genau. Um das Ganze ein bisschen zu ehren, haben wir jetzt natürlich dann ein Tasting dafür veranschlagt. Und es gibt eine kleine Neuerung neben der inzwischen kompletten Wand und, ich möchte da mal kurz hier darauf hinweisen, ein Kissen, selbst gemacht. Nicht von mir, aber selbst gemacht. Genau, wird es heute neue Einblendungen geben. Es wird weiterhin eingeblendet, was es ist. Ob eingeblendet ist, wonach es schmeckt, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Muss ich gucken, wie das platztechnisch passt. Ansonsten steht das aber dann ab sofort in der Videobeschreibung und wir haben neue Wolken. Die sind nämlich jetzt da und da, weil ansonsten, wenn die Einblendung von oben kommt, haben wir da keinen Platz mehr fürs Bild. Das wäre doof. Dafür haben wir uns die Arbeit nicht gemacht. So, genug gesabbelt. Prost. Genau. Diesmal kein Kölsch. Diesmal im Leidwesen. Ja. Schuldenboy, Junge. Genau. Ja, ein bisschen New Kids Bier. Was für ein Feuerball. Nachher aus dem Verdampfer hoffentlich nicht. So, wo wir gerade schon bei Witzen über eine holländische Serie sind, fangen wir doch mit dem Liquid aus den USA, das mich aber an Holland denken lässt, an, oder? Ich weiß nicht, welches du meinst, aber gut, wahrscheinlich Ghost Train Haze. Genau, von Chiba. Ist ein Liquid aus den USA, 100 Milliliter Shortfill, also zum selber auffüllen. Hätten dann sie bei der Farbwahl aber auch Purple Haze nennen können, ne? Hätten sie, ja. Vielleicht wäre es dann zu eindeutig gewesen. Möglich. So. Das riecht auf jeden Fall schon mal heftig. So. Ausgestattet sind wir heute mit dem Zeto, weil Bodo seine Tröpfler leider zu Hause gelassen hat. Das macht aber nichts. Ich habe wie immer Charon und Goon und diesmal die Alien V3 bzw. Alien VND vom Flo. Mhm. Verlinke ich unten alles. Übrigens, danke nochmal, Flo. Ja. Ich werde auch alles verbauen, was du mir geschickt hast. Ich habe nämlich sowieso Keulmangel. Kein Liquidmangel, Keulmangel. Das sind Luxusprobleme. Ne? Ich wollte gerade sagen, das sind echt Luxusprobleme. Ja, das ist ja mal blöd, ne? Wenn du einen geilen Keul rausschmeißt, für einen Keul, der muss auch schon geil sein. Und du musst mir sicher sein, dass er gut ist. Ja, bei Flo können wir da ja sicher sein. So. Es riecht. Also der Geruch ist ganz eindeutig. Oh ja. Oh ja. Also ich schmecke irgendwie noch nichts, was ich mag, aber hier an dem Setting, den ich gebe, mag. Das könnte. Also ich darf nicht zu viel verraten, weil ich habe es gerade schon gelesen. Weil ich habe es gerade aufgeschrieben, was es ist. Ich weiß ungefähr, was drin ist. Aber ich schmecke es auch auf jeden Fall raus. Probier mit dem Zito irgendwie. Ich glaube, wir müssen es heute mal eintröpfeln. Du musst nachtröpfeln, sonst geht er nicht. Ach so. Doch, es schmeckt genauso wie da auch, nur weniger intensiv. Aber 75 Watt ist ja auch lachhaft. Ja, sorry, nachdem ich vorhin schon mir ein 3 reingezogen habe, ey. So. Ja, wusch geht die Watte in Flammen auf. Ja, jetzt kommt da auch was raus. Ja, jetzt habe ich bei dir schon nachgetröpfelt. Ja, ey. Super. Okay. Wie gesagt, ich weiß, was es ist. Das dauert jetzt ein bisschen länger, weil Bruno das auch noch testen muss. Ja, jetzt auf jeden Fall. Er schmeckt aber nicht so nach, ach, ich sag da einfach gar nichts zu. Ich kann mich hier nur im Kopf und Kragen reden. Also es ist auf jeden Fall Gras. So, da braucht man, glaube ich, nicht groß drum rumreden. Ne? Das ist der Name macht das schon ziemlich eindeutig. Hast du eine Ahnung, was für Beinoten, aber du liest gerade schon, dann zählt das nicht mehr. Gut.
Hätte ich sowieso nicht erkannt, sind wir ganz ehrlich. Also das Anis schmecke ich raus. Also es ist ein indikativer Hybrid aus Colorado, bekannt für seinen pinienartigen Duft. Das könnte sogar hinkommen. Mit Spuren von süßem Anis, Grenadine und sauren Untertönen. Also die Grenadine, nein, das ist Anis auf jeden Fall. Und die Pinie im Geruch, ja. Also sauer ist es. Die Grenadine ist komplett out of control, gar nicht da. Und Anis, finde ich, ist ein Hauch, okay. Ja, ein Hauch ist drin. Könnte man eventuell erraten. Gut, gibt jetzt übrigens nur noch ganze Wolken. Dann sag was. Eine Wolke, ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht meins. Ich weiß auch nicht, es ist halt so, es schmeckt mir, aber es ist auch nichts, was ich so dauerhaft, ich gebe eine. Das ist, aber ich weiß, wer es nehmen wird. Ja. Definitiv. Tja, sorry, nichts für uns. Ja. Irgendwie. So, dann such dir eins aus. Da war das, was du mal aus... Ja, Dings mit wollen wir das besser. Dann jetzt direkt... Hä? Du hast doch schon mal eins. Ach ja, stimmt. Das von den Dutch. Genau, und das waren da schon. Das Space Cookie. Das war aber auch eine ganz, ganz andere Zusammensetzung. Ja, aber es war besser geschmeckt, was so in die Richtung. Es war eindeutiger, das stimmt wohl. Ja, aber was wolltest du jetzt sagen? Ja, was nimm, such dir mal ein neues aus. Nee, weil du sagtest, du wolltest gerade noch irgendwas. Ich habe gesagt, das erinnert mich an und du sagst, ja! Da wollte ich eigentlich schon ein neues auswählen. Achso, komm, wir nehmen es in der lustigen Flasche. Das in der lustigen Flasche, genau. Le Grand Grand Maître heißt das. Grand Maître, ach du Scheiße. Ja, es steht drauf, was drin ist. Ich weiß es schon, reicht das nicht? Also das erste bin ich schon mal so kein Fan von, ey. Hipster-Scheiße, da gibt's ja auch zum Dampfen. Nichts gegen die Hipsters unter euch, falls ihr welche haben. Nein, es ist kein Bart und es ist keine Brille. Nee. Könnte auch scheiße sein. Könnte. Ist es aber nicht. Ich mach da jetzt nicht so viel drauf. So. Lass mal hier was reinkriegen in die Pipette. Das riecht mal wenigstens noch was. Riecht wie so ein Saunaaufguss. Wirklich? Riech doch mal. Es riecht wie ein Saunaaufguss. Ein mini bisschen. Nee, das ist so. So, Publika. Ja. Schmeckt auch wie ein Saunaaufguss. Ich wollte es gerade sagen, schmeckt auch so. Ja. Leider. Ich sag ja. Schmeckt also, so, wie der klassische Saunaaufguss riecht. Das eine der Komponenten schmecke ich raus. Zitrone. Genau, die ist ganz, ganz deutlich da. Ja. Dann ist da noch drinne. Ich habe schon wieder vergessen. Mandarine, die ich überhaupt gar nicht mag. Doch, im Nachgeschmack ist so ein bisschen Mandarine. Aber nicht echte Mandarine, sondern so hier, die du in der Dose kaufen kannst. Ich kaufe keine Mandarine in der Dose. Ich sage ja auch kannst, nicht machst. Okay. Das macht keiner. Und Chai ist drin, also Chai. Tee. Naja, eigentlich nur Chai, steht nicht drin. Ist egal. Da steht THE Chai, das ist Französisch, nicht Englisch. Für mich, das ist The Chai. Nein, Scheiße. Das heißt Tee Chai. Also Chai-Tee. Das ist tatsächlich. Ja. Ja, macht mich fertig, ey. Ist kein Dom Perignon. Ich mag Französisch genauso wenig. So, jetzt suche ich. Also, warte mal. Ja, genau, Wolken. Aha. Muss ich eine Wolke vergeben? Nein. Dann gebe ich auch keine. Ich gebe auch keine. Tut mir leid. Ich glaube, das ist das erste Liquid, wo wir gar nichts vergeben. Kann das sein? Das kann gut sein. Kindersicherung hier. So, jetzt kommt eins, das wir testen wollen, also das ich auf jeden Fall mal testen wollte, weil mir gesagt wurde, dass das Pistaclava Blast von Bang Juice besser ist. Jetzt haben wir es tatsächlich hier, das Pistazie Baklava von Treibstoff. Also ich muss erstmal eine Sauna auf Guss hier rausbekommen. Mach mal. Also Anko, nichts für ungut. Wenn du das dampfst, ist es ja auch dein gutes Recht. Nein. Sie hat uns das habe ich dir gar nicht erzählt. Bewusst so. Nicht. Sie hat uns das zugeschickt, weil das Sachen sind, die sie nicht mehr dampft. Du hast einen guten Geschmack, Anko. Ich nehme alles zurück. Träumchen. Du musst noch einen Moment warten, da ist ein bisschen Watte drin. Ja, aber das Schöne ist, jetzt haben wir, es wurde ja gesagt, dass das Pistaclava Blast besser ist. Jetzt können wir es tatsächlich vergleichen. Ich habe heute Morgen noch Pistaclava gedampft. Ja, jetzt haben wir das Pistazie Baklava von Treibstoff und können es testen.
Ich werde den Scheigeschmack nie wieder los. Ja, nimm nicht so viel, sonst dauert es gleich wieder so. Ja. Ich muss mir das ganze Gesabbel von uns hinterher nochmal angucken, im Schnitt. Ja. Ist ja nicht mein Problem. Nee, stimmt, weil du kannst nicht schneiden. Ja, doch, mit der Schere schaffe ich das. Dann nehmen wir dein Handy zum Filmen, da kannst du das von mir aus schneiden. Herber, ne? Mhm. Also ist, ist deutlich herber und teigiger. Also ich verstehe den Hype, aber ich muss zustimmen, das von Bengjuice schmeckt besser. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir das von Bengjuice umsonst bekommen haben, weil das hier haben wir auch umsonst bekommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Anke hat einen guten Geschmack bewiesen, indem sie das Zeug weggeschickt hat. Also, man schmeckt das Baklava raus. Mhm, ja, also dieses man schmeckt halt diesen Zuckersirup. Das ist nicht einfach nur süß, das ist klebrig süß. Ja, aber es ist auch nicht wirklich süß, finde ich. Also man hat so das süße Gefühl, es ist aber nicht süß. Die Pistazie schmeckt man, also schmecke ich zumindest ist überhaupt gar nicht. Ist ja immer eine subjektive, jetzt hätte ich fast objektive Meinung gesagt, subjektive Meinung. Ich muss auch sagen, das von Bengjuice ist definitiv besser. Definitiv. Ja. Ich gebe den, wir können keine halben, ich gebe den eine Wolke. Ja, ich gebe auch eine Wolke. Ich bin fair. So. Dann haben wir von einer Firma, von der ich schon lange was probieren wollte, weil die ähnlich, weil die ähnliches Konzept haben wie zum Beispiel die Ellie's Aromen, auf die Niki und Simi ja auch total abfahren. Sweet and Berries machen auch Lebensmittelaromen. Entsprechend ist die Dosierung super gering. Und wir haben jetzt hier eins, das ich sowieso testen wollte, weil ich wusste, dass es das da gibt. Pfirsich Melba. Dadurch ist ja auch schon, also wem Pfirsich Melba nicht sagt, das ist eine Nachspeise, das ist Vanilleeis mit, ich glaube, pochiertem Pfirsich obendrauf. Also so leicht angedünstet, gekocht irgendwas. Ich weiß noch nicht mal, was pochiert ist, ey. Das ist irgendein Begriff aus dem Kochen. Also ich bin nicht ungebildet, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber es gibt so Sachen, die interessieren mich mal einfach null. Wie pochieren? Ich habe einmal was gedünstet, das hat mir schon gereicht. Das war zum Einzug in der neuen Wohnung für meine Freundin. Dünstet nie etwas, glaub mir, da werdet ihr rammdösig bei. Ich wusste nicht, ob das Gemüse fertig ist oder nicht. Und später war es so matschig, zu lang gedünstet. Ja, war es nicht fertig. Nee, das war schon wieder matschig. Also irgendwie... Das ist lecker. Das ist besser als die anderen, ja. Also es ist Pfirsich auf jeden Fall. Ich hätte jetzt, wenn ich nicht wüsste, was es ist, hätte ich eher gesagt Pfirsich-Joghurt. Man hat einen fiesen chemischen Nachgeschmack. Finde ich zumindest. Das ist aber bei Pfirsich oft, das kann bei Pfirsich ganz, ganz schnell davon kommen, wenn man irgendwie müh zu viel Aroma reinpackt. Das muss noch nicht mehr, das kann ein Tropfen sein teilweise, gerade bei solchen geringen Konzentrationen. Also ich lese es mal vor, hier steht 1 bis 2 auf 1000, das heißt 1-2%. Ja? Also eigentlich ist 1 bis 2 Promille, das ist ja aber auf Kilogramm Lebensmittel gerechnet. Ne? Fürs Dampfen empfiehlt man so 1-2%. Wenn ich mich jetzt nicht ganz doll täusche. Christine, solltest du zuschauen von Sweet and Berries, dann hau mich bitte exakt jetzt. Ich gebe 2 Wolken. Ich finde es lecker. Ich glaube, ich werde da noch ein bisschen Base draufkippen zum Verdünnen. Aber es schmeckt mir. Eine Wolke, ganz ehrlich. Okay. Dann kommen wir zum letzten. Meine Hoffnung. Ich mag die anderen, die ich bis jetzt von denen probiert habe, mag ich. Genau. Wir kommen zu einem Boss Shake and Wave. Moment mal eben. Wir haben übrigens auch noch bestimmt 5 Boss-Liquids, die ich seit einem halben Jahr angemischt habe, hier bei mir in der Kiste stehen. Wir sind einfach noch nicht dazu gekommen. Wenn der Phoenix beißt, kannst du mir das direkt abdrücken? Nein. Ah, das war eine Scheiße. Gibt es hier überhaupt ein Shake-Away? Ich weiß gar nicht. Ich habe einmal was von Boss gehabt und die haben eigentlich ganz gut geschmeckt. Ich weiß, dass das Phoenix war, das mit der Traube, ne? Und das fand ich mega. Das hattest du gewonnen sogar, ne? Jo, genau. Wo habe ich das denn gewonnen? In einem Vape-Haus. Ach ja, stimmt. Am Stammtischabend. Genau, da werden wir übrigens
wenn dieses Video online geht, ist das schon vorbei. Ich hoffe, bis dahin habe ich das Video dazu auch schon hochgeladen, gekriegt und gehabt, fertig und so. Und abgesegnet. Genau, und so. Da war nämlich neue Eröffnung. Aber das werdet ihr vielleicht über Instagram schon erfahren haben. Ja. So. Also, Boss Shake and Vape Napalm. Riecht das nach Schokolade oder bin ich blöd, ey? Nee, es riecht nicht nach Schokolade. Aber es riecht nicht nach dem, was es ist. Anis ist es. Ja, es, weil, wenn ich dir sag, was es ist, wirst du wissen, warum das so riecht. Da habe ich nämlich tatsächlich immer das Gefühl, dass es danach schmeckt. Aber das ist doch Schoko oder Karamell oder so. Irgendwas. Überhaupt nicht. Anis, ja, aber das noch. Es schmeckt nach purem Anis und ich. Also ich sage es jetzt direkt mal, weil für mich. Ich finde es irgendwo geil. Also es kriegt eine Wolke von mir. Es ist Shisha-Apfeltabak. Und ich habe schon, als das noch cool war und gerade neu aufgekommen ist und man mal so in Shisha-Bars war, da hatte ich auch immer das Gefühl, dass Apfeltabak nach Anis schmeckt. Aber schmeckt er nach Anis? Aber da ist noch irgendwas, sowas Herbes wie... Ja, eigentlich sollte es Apfel sein. Aber es macht ein hartes Pottmaul. Richtig krass. Ich muss leider sagen, ich vergib heute zum zweiten Mal keine einzige Wolke. Also das. Gut. Ja, Anke, unsere Geschmäcker sind ungefähr deckungsgleich. Ich hoffe, dass unser Dankeschön-Paket dann nicht denselben Effekt bei dir hat, weil da sind auch nur Sachen bei, die ich nicht mehr möchte. Ich sage dir Dankeschön für dein Engagement und dein Paket, aber ich sage dir nicht Danke für die Liquids. Es tut mir leid. Ja, das, aber super. Wir verstehen, warum du das nicht mehr dampfst. Wenn ihr irgendwas habt, was wir mal dampfen sollen, egal ob ihr es widerlich findet oder... ob ihr es toll findet, schreibt uns liebend gerne an. E-Mail-Adresse schreibe ich unten in die Beschreibung, ist dampfgedöns@gmail.com. Wenn ihr irgendwas habt, das soll auch nicht umsonst sein. Ne? Also wir werden uns da mit Sicherheit irgendwie einig, sind wir bisher immer geworden. Mhm. Und sei es nur, dass wir uns tatsächlich zu herablassen, Brathähnchen zu dampfen. Ja, es war auch eine Zuschauereinsendung. Ja, bis jetzt das Schlimmste. Mhm. Das war das, was eine Autoreifen geschmeckt hat. Mit Abstand, ja. Gut. In dem Sinne. Allzeit gut Dampf. Und bis zum nächsten Mal.